Willkommen bei Explosiv mit der einzigen Frau der Welt, die hauptberuflich als Meerjungfrau arbeitet, damit richtig viel Geld verdient und selbstverständlich an einem der schönsten Orte der Welt lebt. Manche Menschen haben einfach Glück bei der Berufswahl. Aber man muss sagen, Henna hat gezielt darauf hingearbeitet. Und alles begann mit der orangefarbenen Plastiktischdecke ihrer Mama, Nils Büngen und Jörg Falbe. Dies ist wirklich kein gewöhnliches Fotoshooting, denn diese Frau ist alles andere als ein normales Modell. Kaum zu glauben. Hannah Fraser ist Meerjungfrau von Beruf und damit verdient sie ein Vermögen in der ganzen Welt. Ich war schon immer fasziniert von Meerjungfrauen. Ich habe den besten Job der Welt. Wie aus einem ganz normalen Fotomodell eine Frau in Fischgestalt wurde und warum ihr Freund deshalb oft Angst um sie hat. Byron Bay an der Westküste von Australien. Für Badegäste und Surfer ist es das Paradies auf Erden. Für Hannah Fraser ist es fast so etwas wie ihr Arbeitsplatz. Denn die 33-Jährige verdient ihr Geld im Meer und unter Wasser. Ob als geheimnisvolle Sirene aus dem Swimmingpool oder als Botschafterin für die Rettung der Wale. Hannah ist die weltweit wohl meistgebuchte Nixe für Werbespots und Fotoagenturen. Ich habe überall in der Welt schon gearbeitet. Auf den Galapagos, Guadeloupe, Mexiko, Tahiti, die Fidschi-Inseln, Amerika. Dass sie irgendwann als Meerjungfrau ihr Geld verdienen würde, hätte sie als kleines Mädchen wohl niemals gedacht. Schon damals war sie von den Frauen aus dem Meer fasziniert, las alles, was sie zu dem Thema fand und bastelte mit 9 ihre erste Meerjungfrau-Flosse. Sie war aus einer orangen Plastiktischdecke, ausgestopft mit Kissenfüllung, als Fischschwanz eigentlich total ungeeignet. Trotzdem hat mich meine Mutter damit in den Swimmingpool gelassen, mit zusammengebundenen Beinen und diesen komischen Etwas an meinen Füßen. Am liebsten hätte sie sich damals gleich in eine echte Meerjungfrau verwandelt. Ihre Eltern, beide Künstler, schienen sich nicht zu wundern. Dann aber hatte Hannah erst einmal andere Pläne mit ihrem Leben. Mit 16 begann sie zu modeln, zunächst für gewöhnliche Katalog- und Bademode. 2003 dann bekam sie einen Modelauftrag, der ihr Leben für immer verändern sollte. Ich hatte einen Fotoauftrag unter Wasser. Ich bekam die Fotos zurück und fand, ich sehe so viel besser unter Wasser aus. Ich fühlte mich auch wohler dabei. Und ich dachte, ich sollte mir wieder eine Fischflosse basteln. Dafür bin ich doch auch als Erwachsener nicht zu alt. Eine erwachsene Frau, die allen Ernstes Meerjungfrau spielt. Normalerweise eher ein Fall für den Psychologen. Für Hannah Fraser dagegen der Startschuss in ihr zweites Leben. Denn dank ihres Meerjungfrau-Trainings als Kind kann sich Hannah mit ihrer 10-Kilo-Flosse wie ein Fisch bewegen. Und 2 Minuten tauchen, ohne Luft zu holen. Von einem eher durchschnittlich gebuchten Model unter vielen wurde sie zu einem Fabelwesen, das Auftraggeber aus aller Welt plötzlich buchen. Wie hier für einen Unterwasserpark in Thailand. Oder hier den Zoo von Sydney. Was die Höhe ihrer Gage übrigens angeht, schweigt das Meerjungfrau-Model wie ein Fisch. Bedenkt man allerdings, dass ein Durchschnittsmodel etwa 500 Euro pro Tag verdient, dürfte es für Hannah ein Vielfaches sein. Denn ihr 120 Quadratmeter Strandhaus steht im nobelsten Viertel von Byron Bay. Und auch ihre 5 Kostüme kosten 7000 Dollar pro Stück. So eine Flosse ist aus Tauchanzugmaterial gefertigt und haargenau an meinen Körper angepasst. Es muss ganz genau sitzen, denn es gibt unter Wasser nach. Und wenn man zu lange schwimmt, füllt es sich mit Wasser. Darum muss es ganz genau passen. Aber nicht nur das Meerjungfrauenkostüm muss tadellos sitzen. Auch Hannah muss jeden Tag hart an sich arbeiten, damit ihre Kräfte sie unter Wasser nicht plötzlich verlassen. Yoga, Dehnübungen für die 33-jährige Pflichtprogramm. Das hier ist mein neues Spielzeug. Es erfordert eine Menge Kraft, Beweglichkeit und Balance. Halt alles, was man als Meerjungfrau braucht. Das ist also eine super Übung. Und diese Kondition braucht sie auch, denn ihre Tauchausflüge vor der Kamera führen sie bis zu 12 Meter tief, umgeben von Walen oder Haien. Und genau das ist es, was auch Hannahs Freund Stuart Sorgen bereitet. Ihr ständiges Verkleiden als Meerjungfrau ist ihm völlig egal. Ihm machen die Risiken des Tauchens Angst. Sie ist da ganz allein unten. So ganz ohne eine Sauerstoffflasche. Wenn da mal was schief geht, ist sie verdammt weit weg von der Wasseroberfläche.
Es wird wohl noch lange dauern, bis sich Meerjungfrau als angesehener Beruf durchsetzt, denn die meisten Menschen halten Hannah für äußerst seltsam. Die meisten wissen nicht, wie sie darauf reagieren sollen. Oder sie fangen an, mir Löcher in den Bauch zu fragen. Doch die meisten sagen, okay, du hast einen Dachschaden. Doch Hannah Fraser ist das völlig egal, was die Menschen von ihr denken. Notfalls verschwindet sie wieder unter Wasser. Schließlich versteht sie sich mit den Fischen immer noch am besten. Als einer unserer Kollegen die folgende Geschichte angeboten hat und wir die ersten Bilder davon gesehen haben, war unsere Reaktion, die Russen reden echt gerne über nahezu